dachte, hey, schaut mir mal rein, da wirst du garantiert nur 5 Minuten überleben, aber ich war lucky. Hab natürlich den Beweisscreen gemacht und dabei ist diesmal der liebe Sefi. Der schöne Hallo. Veteran, der hat das Spiel schon mitentwickelt. Der wurde eingeflogen nach Los Angeles und jetzt kommen wir wieder zur Realität zurück. Wir versuchen einfach mal, ob wir es wieder schaffen, höher platziert zu werden oder ob wir traurig nach Hause gehen dürfen. Okay. Ab wann schaltet man die Figuren frei? Ich finde nämlich die Pinguine am besten. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon aktiv ist. Also auf dem PBE war es ja so, dass man Mission Points oder was auch immer bekommen hat und dadurch halt die Spielfelder und die Spielfiguren freigeschaltet hat. Das gibt gerade alles nicht. Also tippe ich mal, dass das einfach irgendwann später integriert wird. Aber deine Typ hatte doch ein Dings gerade gehabt im Loading Screen. Ja, du kannst ja auch welche kaufen. Ah, Hier Money, diese. Money, Money. Wo bin ich denn? Hilfe! Wo bin ich? Ach hier. Wen nehme ich? Wen nehme ich? Oh Gott. Ah, da ist Shen. No! No! Ich hab vergessen, ich bin in Dings aus Versehen reingelaufen. I, du hast Varus genommen. Ja, vor ihm war Lysandra mit Spatula. Und ich bin in Varus Ich hab's gesehen. reingelaufen. Ich dachte mir noch, hey, komme ich da noch vorbei? Aber gut, ich gebe jetzt zu, Shen mit so einem übergroßen Stab ist jetzt auch nicht so dolle. Aber den werde ich definitiv hier austauschen müssen. Ich habe definitiv gesehen, dass Varus schon ziemlich durchziehen kann, wenn er viel in einer Reihe trifft. Also wenn das Ding mal aufgeladen Na, ist. ich. Ja, er macht auf jeden Fall Schaden, aber irgendwie mag ich die lange Animation davon Ja, nicht. ja, ja. Und Eine meistens sind Sekunde es oder dann so anderthalb. eine. Es sind dann immer so eine Klatsch-Situation, wo er dann erstmal der Meinung ist, ich muss jetzt erstmal 10 Sekunden meinen Bogen spannen. Und das ist nicht so dolle. Naja. Mir gefällt die. Schade, ich hätte auch Dings nehmen können diesmal. Wo bist du denn? Da ist der Bontakun. Stell mal Wissen wir den. das ist? Achso, Garen kommt ja eh von alleine aufs Feld. Ja, bei mir stand vorher noch eins von. Du hast kein Item bekommen in der ersten Runde. Na, wie fühlt man sich so als Verlierer? Ich habe Varus, was will man mehr? Dafür habe ich jetzt zwei bekommen. Okay, ich habe hier direkt mal so ein Sterak auf der Bank liegen. Jetzt muss ich mir überlegen, wen ich als zentralen Champion dann nehme. Das habe ich schon eingebaut. Dann wäre es doch wirklich Nidalee gerade, oder? Scheint so. Ich glaube, dass hier Attack Speed sehr entscheidend ist bei ADCs. Also versuche ich einen Varus zu buffen, der dann wahrscheinlich eh komplett versagen wird. Nein, nein, das wird schon. Schnuffi, du packst das. Na, auf dem Caster wäre das schon ein bisschen interessanter. Auf dem Caster. Attack Speed Items. Achso, na, da halt hier dieser Jojo-Dojo-Dolch-Speer. Ich könnte einen Static spawnen. Der ist auf Lucian ziemlich cool wegen seinem Double Tap. Was habe ich denn hier so? Irgendwie bin ich kein Freund von Assassin, obwohl Kha'Zix schon mal ziemlich cool war. Ah, den habe ich bei mir auch drin. Seit vorne. Na gut, Hast du es keinen ersten Film? der Noble Buff ist auch sehr toll, aber ach, ich habe gerade keinen. Ich gucke einfach mal. Lass mich überraschen. Nein, das ist der mir die Dings Ach du geklaut hat. heilige Kanonentüdel, was hat der denn schon am Anfang? Ja, das wird nix. Da kriege ich ja gar keinen von tot. Dadurch, dass sich Lysandra gerade selbst geholt hat, hat es den Assassinen jetzt gefokust und damit habe ich die Runde gewonnen. Ah. Weil sie sich selbst geholt hat, die Liebe. Du bist Erster?
Ich fühle mich gerade unendlich schwach. Was kann man aus Tränen alles bauen? Aus der Träne Erzengelstab, gefrorenes Herz und noch ein paar andere Sachen. Ich muss nochmal so ein Dings-Cheat, Dings loggen, diese Pages da. Braun mit dem Dornpanzer. Oh, da hat jemand Gold investiert. Wieso hat er vier Champions? Ja. Und eine Weile Ah. mit Ginsos. Autsch. Oh, und ich bin auf dem letzten Platz. Ich habe keinen Dort gekriegt. Oh, komm Komm, Nidalee. Nidalee. Wo bist du Oh Gott. denn? Close one. Ich hatte auch schon den Bug, dass ich was fertig fusioniert habe, es nicht aber Dingens kam. Okay. Also, dass ich zwei Silbergarons auf der Hand hatte und ein Silbergaron auf dem Feld. Und dann hat es eine Runde gewartet, bis er sich fusioniert hat. Ah, das ist ein bisschen zu spät, oder? Tippe ich Ja, mal. dafür habe ich kassiert. Gegen wen spiele ich denn? Komm, Bonta. One-on-one. Nee, doch nicht. Hä, gegen den habe ich gegen den nicht gerade schon wieder gespielt? Schon mal gespielt? Oder war das was anderes? Oh, die haben Level 2 Units und 4er Units. Das ist. Warum fokusst du jetzt den Tank? Oh, wow, du bist so eine Enttäuschung. Aber ich habe schon wieder verloren. Ich auch. Gegen den Okay, Vierer. ich brauche was. Oh, da ist ein Volibear. Und eine Lissy. Was brauche ich? Was habe ich denn überhaupt gerade liegen? Verdammt, ich habe gerade keinen Moment. Was brauche ich? Was brauche ich? Ich weiß es. Verdammt. Die brauche ich. Volibear macht gerade keinen Sinn. Ackepär. Was hast du denn dir da geschnappt? Ein Kenne mit dem Riesengürtel? Nee. Nee? Ich Was bin ist das? hier. Ach, da. Ich bin auch noch da. Wo bist du? Oh, hier schafft Hier. hinterher. Ach so. Hi. Typisch Läuferhalten. Sieht nicht, wenn der Lisandra hingeht. Dich brauche ich. Dich brauche ich. Dich brauche ich. Die Niederling muss leider weg. Was haben wir denn hier? Natürlich nichts. Auch nichts. Wie viel HP haben die Helden eigentlich? Wie viel HP haben die Helden eigentlich? Static macht 100 Magic Damage. Ist das jetzt viel? Ist das Du nichts? Ist kannst das Rechtsklick auf 50? deine Figuren machen. Ah, also nichts. Na, also wie gesagt, wenn du so einen Double Tap Champion hast, dann ist das gar nicht so. Oh Gott, ich bekomme ja so dermaßen ins Gesicht. Ach, hallo Sefi, wir kämpfen, Hey, hallo! du Mistkröte! Ich glaub's Oh, sowas. wie Alissi bei sich campt. Stimmt, warum habe ich Und eigentlich nicht. Kha'Zix campst du auch bei dir. Warum eigentlich? Braucht Echt ihr mal. ich schmeiße mal in den Pool zurück. Gefällt das nicht, dass hier schon wieder, ich glaube, waren es zwei gegnerische Assa-Spieler dabei sind? Ach, schon wieder? Okay, dann muss ich auf Blitzcrank dann gucken. Wir haben einen Static Lucian schon im Spiel. Hä, warum spiele ich denn schon wieder gegen den Ralf da? Was soll das? Sind da wohl noch Spieler da? Oh, die Keule. Mehr, das verliere ich. Oh je, oh je. Der Varus, es geht mir so auf den Senkel, ey. Oh je, die Runde. Oh Gott. Oh Gott.
Kasek, spring mal zu dem darüber. Oh, ich habe einen Dreier Kha'Zix. Und einen Blitzcrank haben wir gefunden. So muss ich Kha'Zix buffen. Er hat mal Rabadon von mir bekommen. Das heißt, ich werde keinen Kha'Zix. Ah, ne, Kha'Zix von der Level 1 Unit, oder? Ja. Ach, ich hätte in der Runde austauschen sollen. Oh wow, ich krieg die eigentlich ganz gut tot. Oh, 1000 Schaden hat Kha'Zix gerade gemacht, nett. Ich habe die Runde verloren. Das passiert manchmal. Nee, ich hätte die Assas wieder austauschen sollen. Ich habe ihn drin gelassen gehabt. Ja, jetzt braucht die mir keinen Varus hier vorwerfen. Den will ich nicht haben. Den habe ich verkauft. Aus gutem Grunde. Wir würfeln mal ein bisschen. Ich krieg keine Frontline zustande. Ja, irgendwie ist das gerade auch ein bisschen mein Problem. Also es könnte jetzt theoretisch ein bisschen besser laufen, bin mir aber nicht sicher. Ey, ist das schon wieder er? Willst du mich trollen? Ist das immer der gleiche oder spielen die irgendwie alle das gleiche? Ich krieg kein Gold zusammen, das ist gerade mein größtes Problem. Aber zumindest kann ich den Schaden relativ niedrig halten gerade. Trotzdem genial, dass meine erste offizielle Aufzeichnung ich so richtig kassiere. Von ersten Platz auf letzten. Ja, erst so angeben von so Ololo, erster Platz und so, ne? Ah, hier liegen zwei Glacials. Ich kann auf Glacial umsteigen. Ich glaube dafür, ne, das macht aber keinen Sinn mehr. Jetzt im Grunde müsste ich auf Sorcerer und Void noch eingehen. Das wäre dann Cho'Gath, wenn es gut läuft. Dann noch irgendein Sorcerer. Fällt mir, weiß ich gerade nicht. Katus wegen Phantom? Ne, dann. Oh je, ein Ersa-Spieler. Ja, das Braumschild hätte früher kommen können. Oh, ich gewinne das ja sogar. Ich nicht. Mir geht's bergab. Ich mach gerade total die Rütze. Ich krieg keine Level 2er zusammen. Ah, das ist natürlich mies. Deswegen, ich gebe gerade ziemlich viel Geld aus. Und versuche halt irgendwie mich ein bisschen zu stabilisieren. Versuche ich auch. Ich habe jetzt zumindest mal einen meiner Tanks auf Stufe 2. Boah, was hat er denn da? Was für Monster? Warum ultet sie jemanden, der so gut wie keine AP mehr hat? Ne, das verliert sie. Lissandra versus Kasadin, das verliert sie. Ja, weil. Aber du, wie gesagt, du kannst ja den Schaden momentan auch noch ganz relativ. So, jetzt brauchen wir irgendwas. Oh, da ist ein Gnar. Rek'Sai mag ich nicht. Kindred ist nicht schlecht. Kann mal aufhören, Gnar vor mir wegzulaufen. Wo bist du denn diesmal gelandet? Ach, da Nee, oben. Träne, Träne, warte mal. Wen wollte ich gerade? Ach, klar. Hallo. Oh, ach hier. Hallo. Was ist das da? Kata. Ach so. Ich dachte gerade, der sah gerade so aus wie so ein jemand anderes.
Jetzt kommt ihr mit Garen's an, nachdem ich fast meinen gesamten AP-Pool verloren habe. Das wird noch. Schau dir meinen Board an, ich habe von allen zwei, mir fehlt genau immer eine Einheit für die erste Silber-Unit. Dann würfel. Oh, ah. Was verkaufe ich, was verkaufe ich? Also wirklich wieder ein Asa-Spieler hier. Ein Glacial Asa oder was ist das? Ist ja widerlich. Oh, ich habe gerade den Garen fast gewonshottet. Oh, sorry, das war deins. Wir sind quitt. Du mit deinen ganzen Silber-Units, sei. Ja, ich hatte dann mit ein bisschen Verzögerung doch recht viel Glück, was das anging. Also ich habe halt sehr stark gewürfelt, ne? Ne, Moment, wir spielen ohne Gnar. Ach komm schon. Hört auf, mir Tristanas vorzuschlagen. Hä, wieso? Ach Mann. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade getrollt. Ich brauche halt den Kassadin. So ein Mist. Na komm. I was told Shyvana is strong. Oh, ich verliere. Toll, ich habe gerade überhaupt nicht darauf geachtet, weil ich auf meine Items geschaut habe. Shyvana ist in der Transformation getötet worden. Ah, das ist blöd. Oh, Shogi. Das ist ein Shogi. Ach, jetzt kommt das hier schon wieder. Spring mal darüber, Kasi. Ups. So. Weiß nicht, ob ich die Runde schaffe. Mal gucken. Bei mir sieht es auch schlecht aus. Ach, die Wölfe, okay. Das müsste gehen. Ah, ich weiß nicht, die tun ziemlich weh. Shyvana! Warum stirbt sie immer in der Verwandlung? Ich habe gerade von jedem Dorf einen Köter andauern. Was ist denn los hier? Jetzt schlagt er mir Braumes vor, ist das euer Ernst? Oh, ich hatte gerade ziemlich Glück. Ich habe drei Dreier. Oh, der hat drei Dreier. Das bin ich. Oh. Wenn du mich tötest, Sefi, 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 fuck you. Ich hatte gerade so ein Glück mit dir. Sorry. Echt. Auf dem letzten Platz, ey. Feuerst du mich an? Ich habe halt nur Kata gebaut, weil ich irgendwas im Damage stehen gebraucht habe. Ich hatte weder eine stabile Frontline noch eine Damage stehende Backline. Ah, jetzt fehlt mir, verdammt, jetzt fehlt mir ein Gold für den zweiten Shogaf. Dann doch so. Ich war kurz davor, Shyvana Gold zu kriegen. Dann kam Sefi. Das hätte dir echt was gebracht. Mein, welcher bist du? Du bist... Es ist schwer zu unterscheiden, wenn beide Dinge sind. Oh, mein Kasex ist schon tot. Ich werde perma gefreezed. Ich hasse Glacial, ganz ehrlich. Das hat mir den Arsch gerettet damals. Au, 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 au.
Ach, der sammelt die Warwick-Tauben, gegen den du gerade gekämpft hast. Ja, scheint so. Okay, ich brauche doch wieder Blitzer. Moah, da ist ein Warwick. Hast du Damage? Hast du den K6? Ja, aber es funktioniert gerade nicht so gut. Oh, mein Kasek springt in die falsche Richtung. Okay, theoretisch bist du dann immer die gelbe Unit. Oder? Ja. Nee, du warst diesmal die rote. Hä, was hat Das ist noch ein mein bisschen. Warwick da für ein Gnüdel um sich rum? Siehst du das? Keine Ahnung. It's my second match and I'm losing hard. Nee, das Losen ist schon vorbei. Oh, da ist ein Static gewesen. Was bräuchte ich gerade eigentlich? Der Varus war das Anfang vom Ende. Ja, es war Pech, den wolltest du ja eigentlich Ja, gar nicht. der Karthas oder Brand hätte ich dir empfohlen. Na, ich will ja nur die Items gerade haben. Ach so. Also, weil von denen weiß ich nicht, will ich gerade keinen und ich brauche jetzt den Slot, der dann theoretisch für einen Blitzcrank, nachdem ich ihn tausendmal verkauft habe. Vielleicht kriege ich ihn ja wieder. Bräuchte eine Adela eigentlich, ne? Also irgendwas, was Damage macht. Deswegen dachte ich ja an den Brand oder an den Karthos. Weil ich finde AOE stärker als Single-Target-Damage momentan. Ja. Okay, erst wieder orientieren. Wer bist du? Du bist der Goldene diesmal. Fokus halt den Tank, Kasek. Zweimal Morelle, stackt Morelle nur im Raum? Ich glaube nicht, oder? Ich auch nicht. Also die Auren stacken wohl, also sowas wie Sterak. Aber beim Rest? Ah! Jetzt habe ich 50% Armor Pen, das muss reichen. Was ist Sugar's Dingens? Sein Knock-Up, sein Rapture. Da ist auch noch einen steilen Berg zu klettern. Ach komm, wir probieren mal, ob das so was wird. Kriegen wir alle den Sterak-Buff. Steht da echt ein Kalle hinten? Ein Dreierkalle. Wow, ist das ein riesen Knock-up. Ja. Bockt ja gar nicht skill-based. Hopp. Ey, ich habe schon drei Leute rausgehauen. Aber warum mich, mein Freund? Warum? Ich weiß nicht, du, irgendwas war auf einmal komisch und dann. So ein Verzögern. Ich dachte, ich hab noch einen HP und dann kam noch dieses eine Projektil auf mich zu. Ja, weil der Charakter selber am Ende noch mal einmal schießt. Das goldene Globeln ist ja ganz witzig, aber warum haben das nur drei von meinen? Die goldenen Tier 3. Ja, aber Kassadin hat das bei mir nicht. Oder? Dieses Glully. Ah, doch ein bisschen. Ah, beziehungsweise, ah, nee, das ist, glaube ich, die Damage-Animation. Oh, nett. Das müssen sie noch ein bisschen verändern, dass man das leicht unterscheiden kann, wenn man anderen zuschaut, wer zu welcher Seite gehört.
Okay, was brauchen wir denn da noch? Ein Sorcerer bräuchten wir noch. Gut, ich brauche jetzt nicht mehr mit Ari anfangen. Na gut, dann warte ich auf sowas wie Katus oder Anivia wahrscheinlich. Ah, der Glacial-Typ schon wieder mit Guardian Buff. Ja gut, aber schau mal, seine Ränge sind viel zu niedrig. Geht's ihm gerade mal ein Silber gern. Ich meine, du hast halt Level 3er Unit. Gerade mal ein oder zwei Level 2er Unit. Oh, da hat jemand eine Dreier Nidalee. Und eine Dreier Ash. Blockt denn Braums Schild CC-Effekte? Ich glaube nicht. Würde ich jetzt aber nicht zu hundertprozentig sagen, dass es so ist. Was genau macht es dann? Na, hochwerfen. Achso, Projektile blocken oder so, ne? Ja. K6 läuft. Vor allem, weil die eine Waffe da Sterne wegnimmt, also Ränge verringert. Also, weiß zwar noch nicht, ob das schon mal vorgekommen ist, aber Morgana als Sorcerer, was Du hast meinst du? übrigens noch ein Item. Jo. Aber was haben wir hier? Nichts. Ah, noch ein Schoraf. Joggi. Ah, jetzt ist da noch Du ein hast Trupp. halt so einen Lack gehabt. Wenn bei deinem Würfeln Scheiß rausgekommen wärst, wärst du so ökonomisch verkrüppelt gewesen. Ja. Knockups halten so lange in dem Spiel. So, was hat denn der 77er da eigentlich? Auch wieder Fernkämpfer. Und wir haben da fast alle die gleichen Setups, oder? So ziemlich. Okay, wir brauchen. Ich habe noch eine Klinge auf Nidalee. Ein Riesengürtel. Ansonsten würde ich. Okay, ansonsten hätte ich Brand gesagt. Na, oder Anivia? Oder. Oh, nevermind. Dann nehme ich ihn hier. Will ich Aurelion behalten? Theoretisch, er ist ein Sorcerer. Wenn du ihn halt ein paar Mal bekommst, ja. Kann ja mal gucken. Kann ich ihn überhaupt schon bekommen gerade? Ich brauche noch eine Lulu. Oh, jetzt hat er aber dicht gemacht da hinten. Na gut, trotzdem machst du an die K6, nicht K6 an den. Okay, seitdem sie Fokus und Jog hat. Wir sind jetzt auf Hegedun gegangen. Oh, Silvi, was da los? Sie hat meinem Shogaf das Mana weggenommen. Komm, töte die Vayne noch, dann kriege ich weniger Schaden. Wenn Lulu schneller angreifen würde, hätte sie vielleicht eine Chance.
Ja. Dann hättest du noch mal ihr Ulti jetzt machen können. Aber hast ja noch keine Freier Lolo. Nee. Ah, komplett Geld ausgegeben, keine Lulu gefunden. Da ist eine Lulu. Nächste Runde dann. Denk dran, wenn du es nicht lockst, wird sie weggeworfen. Jo, hab schon abgeschlossen. Ah, okay. Bist du denn mit Kassadin? Ja, ja, genau. Du hast keine Ash. Komm, gib mir die Lulu. Hatte noch nie eine 3er Lulu. Das ist also der Preis, wenn du mich tötest, ich verstehe. Na, vielleicht kriegst du jetzt noch ein schönes Item für den Spaten. Irgendwie kriege ich von dem Drachen so gut wie nie was. Und ich hab keinen CC wirklich für den Drachen. Ich glaube, der haut mich einfach um. Ah, schade, dass es jetzt mit Lulu gleichzeitig war. Sagt, er hat kein CC. Lulu Knock-up, Chogath Knock-up, Warwick CC. So, jetzt brauche ich nur noch ein Level Up im Grunde, dass ich Aurelion noch einpacken kann. Falls ich so lange lebe, sind ja gar nicht mehr viele Champion-Spieler da. Ja gut, aber mit den anderen, das... Der Glacial-Typ ist halt so eingebunkert. Und dann Chogath mit Attack Speed Bonus. Okay, du bist die goldenen Units. Sieht gut aus. Jo, damit ist der Glacial-Typ raus. Ne, der da ist auch ein Glacial-Typ. Oder? Hä, wer ist denn gerade wer? Gegen wen kämpft der da? Ich weiß nicht, wer jetzt der Gastgeber ist und wer der. Seltsam. Ich fände ich auch gegen den Expertise oder so gekämpft, ich weiß es nicht. Warte mal, warte mal. Wenn da hinten die Vayne und so hast, du könntest aber auch mit einem Blitzcrank rangehen. Ja, nur dann steht halt Vayne da hinten allein und macht Blitzcrank, glaube ich, kaputt. Ich probiere es mal einmal so, falls ich dann noch eine Chance habe. Der hat einen Dreier Warwick gerade gebaut. Ich hoffe halt, Chogath muss halt dazu kommen, seinen Knock-Up zu benutzen. Damit ich, sag ich mal, selber irgendwie CC anbringen kann. Du bist rot, glaube ich, diesmal. Ja. Ja, das ist immer hin und her geht. Man hat ja mehr Units, mal hast du mehr. Ey, echt jetzt? Oh. Habe ich gerade den Ashfire abbekommen? Ja, hört das auch aber mal. Aber er hat volles Mana. Ja, aber es hört nicht auf. Ah. Hast du gesehen, wie lange das gerade war? Du müsstest nur irgendwas aufleveln. Ich überlege, warte mal.
versuche das mal ein bisschen aufzuziehen. Genau so. Oh, echt? Wieso kommt hier eigentlich kein Schaden? Genau so war der Plan. Aurelion braucht eine. Er braucht den übergroßen Stab. Er hat das Item reingegeben. Er stellt nicht. Übergroßen Stab. Er stellt um. Er stellt jetzt an die andere Seite. Okay. Er kann sich nicht entscheiden, wie er die Ash stellt, aber ansonsten das wird gespiegelt an die linke Seite, wenn er oben ist. Oh, er ist an Nidalee hängen geblieben. Na toll. Das Problem ist halt, dass Soul so niedrig ist. Warum ist er bitte an Nidalee hängen geblieben jetzt, alle Kha'Zix? Er stellt sie wieder ans andere Ende. Na mal gucken. Okay. Schade, er ist gefriest. Okay, er greift ehrlich an. Du musst, glaube ich, noch zweimal gewinnen. Oh, Drache. Oh je. Blutdürster. Oh, der Blutdürster wird ihm aber gut bekommen. Bei ihm hat er. Das sieht aus wie diese Dings, diese Cleans-Klinge. Die grüne, die eigentlich CC cleant. Ah. Im normalen Lauf. Ich kann leider nicht beim Drachen nicht schauen, was es ist. Ah, hab grad gegammelt, hab keinen neuen Aurelion gefunden. Schade. Er CC den Drachen halt. Ja. Verfluchte Klinge. Oh, die kann dein Level runtersetzen von einem Unit. Hat er Ash gegeben? Er geht Mitte, er stellt seine Einheiten mittig auf. Ash, von wenn er oben ist, am rechten Rand. Ja, sollte passen, also besser geht's nicht. Na dann, alles oder nichts. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass Vayne manchmal einen Schlag blockt. Oh, auch sehr schön ist Aurelion Solold. Und? Jawohl. GG, BP. Nachdem mein Blut an deinen Händen klebt. Ja, tut mir leid. Als erster, wohlgemerkt. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Spiel.